Segen immer drehen. Einasch, wie geht's dir? Hi, ja, gut. Und selbst? Auch gut. Ich werde heute das erste Mal wieder schrauben, so richtig schrauben, mehr nach meinem kleinen Unfall. Ich war ja ligiert, sag ich mal, ein paar Wochen. Es war eine Fehldiagnose, die haben gesagt, der ist nichts. Aber war doch schlimmer und das Schlimmste ist Rückenschmerzen. Also Finger ist jetzt überhaupt kein Problem mehr, aber Rückenschmerzen war so schlimm. Sobald ich 2 Minuten gesessen habe und wieder aufgestanden bin, boah. So, jetzt geht's wieder. Willkommen bei der Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's wieder um mein Audi A4. Audi A4, sag ich? Audi A6 natürlich, mit 400.000. Da werden wir natürlich ein paar Sachen erneuern. Ich hatte ja eine Fehlermeldung gehabt, wo ABS, Getriebe, alles hat gesponnen. Dann haben wir hier das Radlager hier gewechselt. Weil unser ABS-Ring durchgebrochen. Danach hatten wir die ganzen Fehlermeldungen gehabt. Da haben wir natürlich das Radlager erneuert mit den neuen Schrauben. Das Geile ist, ich habe kein Cuttermesser, aber egal. LED-Standbirne geht auch. Unten verlinkt. Die werden wir alle erneuern, weil ich einfach nur Angst habe, dass das Ding bei dem anderen während der Fahrt auch kaputt gehen kann. Das heißt, wenn wir irgendwo im Urlaub sind und sowas passiert dir, dann ist schlecht. Die ganzen Steuergeräte sind vernetzt. Das heißt, Automatikgetriebe spinnt, Luftfederung spinnt. Eine Luftfederung bei einem Auto nicht funktioniert, ist so, als würdet ihr mit null Federn fahren. Oh. Weißt du doch, du hast nur Geräusche. Oh, nee. Weil das reguliert ja. Das macht es dann gar nicht mehr, weil er sagt, Leute, ich weiß ja nicht, was Sache hier ist, aber irgendwas stimmt hier nicht. Also mache ich mal gar nichts. Alle ABS-Sensoren werden wir erneuern. Das Geile bei dem ist ja, also Quadro, alle 4 Radlager sind gleich, alle 4 ABS-Sensoren sind gleich. Mhm. Nur bei den ABS-Sensoren ist nur links und rechts beachten. Ah. Fertig. Aber bevor wir anfangen, das muss ich euch zeigen, Leute. Das glaubt ihr nicht. Kunde kommt, sagt, mein Wagen geht während der Fahrt aus, Motorleuchte brennt. Ich so, okay. Was für ein Auto? Baujahr 2019. Ziemlich neu, 60.000 gelaufen, ein Corsa. Das muss ich dir zeigen, Leute. Ich bin umgefallen. Also der hatte super Werte gehabt. Die Landmaßsonde hat gearbeitet. Ich mach das mal ab und schau mal rein. Also ich dachte, was? Das kann doch nicht sein. Deswegen liebe ich meinen Job, weißt du? Es gibt, glaube ich, keinen Mechaniker, der seinen Job so liebt wie ich. Also sowas, ne, zu suchen, zu machen, das liebe ich. Mit Teile austauschen. Leute, könnt ihr mich jagen, das ist nicht mein Ding. Aber so Fehlerdiagnose liebe ich. Ich liebe das einfach. Ne, wenn ich die Zeit hätte wie früher, guck das an. Was ist denn da passiert? Warum ist das denn so löchrig? Wissen wir selber nicht. Was ist denn das jetzt? Das ist der Cut? Ja, höchstwahrscheinlich stimmt die Einspritzung nicht oder falsch getankt ganze Zeit oder ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, was da passiert ist oder dich sachengemäßig gefahren oder Zündkerzen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Das Ding ist einfach auseinandergeflogen. Das darf nicht sein so. Nein. Was ist denn das für ein Material, wenn ich fragen darf? Ist alles drin. Zeugst du sowas wie Netz? Ja, das ist ja sehr viel Edelmetalle und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was ich eigentlich damit sagen möchte, hier haben wir eine geile Qualität bei 400.000. Wir haben noch den ersten Partikelfilter. Dazu werden wir irgendwann noch kommen, wenn wir den Service hier noch machen. Dann bin ich mal gespannt, wie dieser Partikelfilter dann aussieht nach 400.000. Wohlgemerkt. Bremsen müssen vorne, hinten ab. Ich möchte jetzt alle Radlager abbauen und ich will mal schauen, wie die Radlager aussehen hinten. Okay. Ob wir die ABS-Ringe, ob die schon auch ein bisschen verrostet sind, ob die auch schon so abbrechen. Das wird sehr, sehr interessant. Und ja, dann zeige ich euch, wie ich das einbaue. Samstag sind wir auf der Nordic Motor Show in Neumünster. Auf dem Stand von Gedore natürlich, ist ja klar. Wenn ihr Bock habt, uns live mal zu sehen, ne, über Gott und die Welt reden, was für spannende Projekte es gibt, weil es gibt ja jetzt bald 2 neue Projekte. Eigentlich 3 neue Projekte und vielleicht sogar eine neue Fernsehsendung, wer weiß. Ich will jetzt nicht so viel was sagen, aber wenn ihr kommt, könnt ihr mich gerne fragen, dann können wir reden. Und einer ist auch dabei. Boah, guck dir das mal an. Ja, das ist das Problem, wenn man Bremsen neu macht und hier unten nicht sauber macht, Leute, ne? Wäre schöner. Ja. Weil, guck mal, du siehst ja schön die Unebenheiten, ne? Und das, also auch wenn das minimal ist und ihr habt ein leichtes Zittern irgendwann, dann denkt ihr, oh mein Gott, die Bremsen sind nicht gut. Nein, das wurde einfach nicht richtig gemacht. So, wir haben jetzt 4 Schrauben, die springen wir erstmal ein. So, muss man die Antriebswelle komplett ausbauen bei sowas? Nein, muss man nicht. Macht euch nicht unnötig viel Arbeit. Glück.
Die könnt ihr mit einem Schlachi nicht abmachen. Da brauchen wir wieder Spezialwerkzeuge. Nehmen wir unsere kleine Knarre. Extra für Feinarbeiten gedacht. Oh ja. Dann sehr passenden klar. Nuss dafür. Danach brauchen wir einmal das hier. Also das ist so geil, das Ding. Das ist Wahnsinn. Das kann man dafür auch machen. Ach, das liebe ich. Einmal mit der Hand ein bisschen. Nicht, dass ihr das Gewinde kaputt macht. Dann hier einstellen. Einfach gerade drauf schön. Och. So, guck mal, wie leicht das geht. Ja. Einfach nur Wahnsinn. Das Wichtigste, nicht, dass ihr den rund macht. Hier passt er perfekt. Und dann, guck mal. Und dann rutscht man ab. So, zack, einmal rum. Und dann zack. Wahnsinn. Und alles einfach nur Gold wird. So, der ist ab. Das ist gut, das könnt ihr auch drinnen lassen, das stört uns gar nicht. Nächster Schritt wird sein, dass wir die Narben rausholen, alle. Wir holen einmal das raus. Dann einmal das hier. Trainingswerkzeuge hier. Trainingswerkzeuge, so ist es. Dann dreimal. Natürlich handfest reicht. Das reicht? Ja, das reicht. Willst du mal eine Runde machen? Mit weniger Aufwand kriegt man Komm, das Ding raus. Du machst jetzt die Seite. Okay? Du machst sofort den ersten. So. Drauf. Jetzt schön anziehen oder so braucht man nicht. Braucht man nicht. Okay. Natürlich solltet ihr einmal nicht hier ein, zwei Umdrehungen machen. Also solltet ihr schon bis zum Anschlag drehen. Okay. Und jetzt kommt unser. Ja, ich darf das leider jetzt nicht aussprechen, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, das. Ach, das wird jetzt auch da reingedreht. Das drehen wir jetzt da rein. So. Richtig auch bis zum Anschlag, oder? Den würde ich auf jeden Fall bis zum Anschlag andrehen, weil wir den jetzt nicht mehr rausholen erstmal. Mhm. Also so nicht halten. Hier ist deine Finger. Nein, ich halte hier. Da und dann aber einfach das kommt müssen. Jetzt raus, das ist was Schweres. Kann ich das halten, wenn das rauskommt? Das Ding ist schon schwer, deswegen halten, ja. Schaff ich das? Ja, schaffst du schon. Du siehst ja, wenn er rauskommt. So, mach mal. Ja, richtig. Guck mal. Ja. Sonst fällt mir das auf den Fuß oder so. Du hältst das schon, keine Angst. Ja. Das bewegt sich, das normal? Das ist normal, das Radlager ist jetzt kaputt, deswegen. Okay. Ich hab's geschafft. Das war alles super, also gut gemacht. Die Kugeln ist normal, dass es jetzt alles so rauskommt, oder? Nein. Echt jetzt? Du hast jetzt das Radlager kaputt gemacht. Ist das schlimm? Ja. Jetzt brauchen wir neue Radlager. Ja, wir holen doch, wir haben doch neue da. Ja, warum fragst du dann? Na, ich weiß, aber ich habe das nicht erwartet. Wie sieht, hat den stört keinen mehr. Super, hast gut gemacht, Alter. Wichtig ist jetzt, das hier sauber machen. Bam, auch mal ein bisschen hier rein. Hier, zack, zack. Dass man da einfach ein bisschen säubert, oder wie? Ja. Das Gerät hier, ne? Mhm. Muss jetzt nicht blitzeblank sein, oder? Nein. Weil das Dreck ist ja irgendwann ist wie festgeschweißt. Und wenn er sich das reindreht, dann können wir das Gewinde kaputt machen und hier Schrauben rausholen. Also der hat vier Schrauben. Das heißt, alle vier machen wir ab. Deswegen, die Antriebswelle ist so schön, wir können ihn nach links, nach rechts bewegen. Der stört uns überhaupt nicht. Mhm. Der stört uns nicht. Na, jetzt guck. Boah. Und? Wow. Ja, du musst natürlich aufpassen, dass du den Handgelenk. Ja, meine Handgelenke sind sowieso schon kaputt. Darum musst du aufpassen, dass du den nicht von hinten so richtig festhältst. Ja. Weil das passiert sehr, sehr schnell, dass du so machst. Und dann kann ich wieder 4 Wochen nicht schrauben. Radlager-Schrauben sind alle gleich. Das heißt hier, wenn ihr das kauft, habt ihr sowieso alles neu. Das heißt hier einmal gucken, welchen brauchen wir. Wir brauchen nicht den. Wir brauchen, genau, einen 12er. 12er brauchen wir. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier abkriege.
So. Und dann aufpassen. Mhm. Und, Irish. Da gucken wir die nächste Seite. Ja, es dreht sich. Ja. Okay, gleich mal. Okay. So, jetzt natürlich alle vier, aber der ging gleich schwer. Wow. Da könnte man jetzt auch was abbrechen oder so, ne? Ja, die Schraube kann ich abbrechen, ist ja nicht schlimm. Das ist nicht weil schlimm. Das Gewinde haben wir ja hier drin. Ich würde das ABS-Sensor einmal versuchen abzubauen, weil die packen ja auch irgendwann richtig fest. Ach, du meinst, die könnten auch fest sein und nicht abgehen? Eventuell. Ja, und wenn die nicht abgehen, dann habt ihr ein Problem, dann müsst ihr das ABS-Sensor natürlich rausschlagen, eventuell reinschlagen. Und wenn das ABS dann, wenn die Antriebswelle dann da ist, dann ist das schwer, dass das Ganze schmutzig rauskommt. Dann würde ich lieber das einmal rausholen, gucken, ob es funktioniert. Ansonsten ABS-Sensor direkt neu machen, weil danach habt ihr echt eine heile Arbeit. So, so sieht das aus, Alter. Das ist die Schraube, ja? Zeig mal. Das ist die Schraube. Oh. Ich habe jetzt was Längeres mir vorgestellt, das geht ja. Hast du das Kleingedruckte nicht gelesen? Das ist neu! Alter, du weißt, dass wir schrauben. Dann kommst du mit hellen Sachen. Du bist ja eine. Das kriege ich jetzt nicht mehr ab, wahrscheinlich. Komm, passt. Du siehst jetzt aber auch sauberer aus. Die eine Seite haben wir schon alle ab. Jetzt die Seite. Das geht bestimmt leichter. Ich hoffe es mal. Was hast du gesagt? Ich sag lieber nichts. Wow. Wahnsinn. Also das Ding ist, Alter, sowas von fest. Das ist nicht normal. Ja, und ich habe ja Angst hier, wenn wir hier abrutschen, deswegen, die kommen eh neu. Ja, sicher ist sicher. Ich habe keinen Bock jetzt abzurutschen. Da ist die nächste Verletzung. Da habe ich die nächste Verletzung. Hör auf. Bin ich aber ein bisschen länger weg, du. Na, ne. Was ist denn hier los? Jo. Also soeben mal ein Radlager wechseln. Ist hier nicht, Kollege. Wahnsinn. Erstens 400.000. Das darfst du nicht vergessen. Wir lassen ihn noch ein bisschen einwirken und danach machen wir weiter. Okay. Also der will mich ärgern, die Seite. Glaube ich auch. Die beiden Radlager haben wir jetzt komplett ab. Jetzt holen wir den raus. Ja. Und dann holen wir das Radlager. Also wird das auch rausgeklopft? Das wird rausgeklopft, ja. Guck jetzt, wie einfach das geht. Okay, also einfach war untertrieben. Achte mal, sogar so kommt der schwer aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Ding sitzt schon ziemlich fest. Wow. Ne? Ja. So, und das gleiche Spiel. Ja, guck mal, weil da ist ja auch viel, was weiß ich, von allem, was Rost, dies, ja. Jenes. Die sind jetzt hier drin, ne, die Ringe? Ja, die sehen auch nicht mehr gut aus, ne? Guck, der ist auch schon locker. Sag mal. Der ist schon locker hier drauf. Das sag ich dir. Das hätte nicht lange gedauert. Dann wäre das auch futsch wahrscheinlich. Ja. Und du siehst ja auch, guck mal, wie festgeklammert das Ding war. Total. Ja. Da saß du richtig fest dran. Mhm. Gut, Alter, jetzt mache ich die anderen auch genauso ab. Alles klar. Und dann sehen wir uns. Okay. Ja, hier. Ist das abgetragen vom Metall? Nee, das ist dieses, das was Metall und Aluminium verursacht. Ne? Wahnsinn. Ja, es war höchste Zeit. Und ich sag dir, die ABS-Ringe, die werden nicht rauskommen. ABS-Sensoren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die rauskommen.
Ne? Und ihr seht, das Ding kommt gar nicht, bewegt sich null. Nein, tatsächlich. Ach, der bewegt sich kein Millimeter. So, hier, alles sitzt das wollte schon. Na, guck mal, hier kommt sowieso neu. So, zack. Ja. Ja, das wollte schon immer machen. So, kaputt, zack. Schlagen hier, alles kaputt. Kaputt. Hast du einen Teil davon weg? Ja, wir machen ihn jetzt richtig kaputt. Hi. Wird der jetzt kommen oder was? Ne. Wird trotzdem nicht kommen, ne? Wahnsinn. Das Ding sitzt auch fest. Ja, das Ding sitzt richtig schön fest. Ach, so. Jetzt hat's abgekriegt. Genau. Jetzt machen wir den schön sauber. Ja, guck, siehst du das? Hab ich. Jetzt können wir das machen, aber wenn er jetzt davor sitzen würde. Niemals. Niemals. Also wenn ihr ein Radlager wechselt, auf jeden Fall mitmachen. Macht natürlich Sinn. Oh ja, da ist er. So, jetzt haben wir den schon ab. Jetzt machen wir das Innenleben schön sauber. Super. So. Diesen ABS-Sensor könnt ihr nach 5 Jahren sogar noch ohne Probleme abbauen. Ohne Widerstand, sage ich euch. Wichtig ist immer die Vorarbeit, ne, sozusagen. Werde ich die Schraube später erneuern, weil normalerweise muss der untere Querlenker ganz kurz abgebaut werden und dann kommst du da dran. Also die Mutter musst du abmachen, dann kommst du da dran. Die werden wir jetzt erstmal drinnen lassen, wir werden das Radlager erstmal einbauen und später, wenn ich die Querlenker sowieso erneuere, ja, dann werde ich das auch mit erneuern, die beiden Schrauben. Haben wir es schon sauber gemacht dort, ABS-Sensoren sind drauf und jetzt haben wir natürlich den Rest noch hier drauf, ne? Ja. Viele da draußen, habe ich auch gemacht. Abschneiden, ja, also vorsichtig natürlich. Machen, ne? Aber viele, ne? Machen viele. Okay. Mhm. Und danach in das Neue reinpressen und danach einbauen. Jetzt haben wir die ganzen Namen hier ab, Eidosch, und jetzt, zack, werden wir die so reinpressen. Ihr merkt ja auch, hier ist dünner und hier ist dicker. Darum bleibt auch diese Narbe hier drauf hängen, das ist ganz normal, und auf der anderen Seite nicht. Schön drauf und jetzt werden wir die ganze Presse. Wichtig ist ja auch auf der Narbe sein, ne? Das ist wichtig. Ich mache mal so, ich mache den erstmal rein und danach. Ich drehe das Ganze immer. Ich weiß nicht warum, aber wenn er nicht mehr dreht oder hartnäckig wird, dann weiß ich, oh, die Schippe ist nicht. Deswegen immer drehen. Und zack. Geht ganz schnell, ne? Ja. Egal wie du das jetzt reinmachst. Der passt genau perfekt drauf. Mhm. Das heißt, du hast überhaupt keine Möglichkeit, den irgendwie schief anzusetzen. Wichtig ist, dass du nur auf dieser Narbe richtig drauf sitzt. Das ist wichtig. Nicht zu viel, dann habt ihr ABS-Ring kaputt. Wenn ihr zu wenig habt, presst ihr das raus. Also nicht hier komplett. Also der muss genau hier, genau auf diesem Teil. Auf diesen Ring drauf sein. Und dann geht es wieder ruckzuck. Und, was mache ich immer gerne? Habe ich gerade gesagt? Pressen. Drehen. Pressen, ja. Ich mach gerne pressen. Pressen und drehen. Heil pressen. Geht ganz gut. Sollte leicht gehen. Wenn es schwer geht, haben wir ein Problem. So. Das war's. Somit haben wir unsere beiden Radlager fertig zum Einbauen. Wichtig ist, Sensor nicht kaputt machen, weil sonst habt ihr die Arbeit umsonst gemacht. Und wenn, könnt ihr den ABS-Sensor jetzt ohne Probleme rausholen. Und danach einfach die Schraube festziehen. Hinten sieht natürlich das Radlager sehr schlimm aus, wie man sieht. Da muss man echt schön sauber machen später. Dieses Radlager wird uns ärgern. Die Seite kannst du ja selber alles komplett machen. Oh je. Yeah. Ne? Ja, mach mal. Oh. Zweimal.
So, guck mal, dieser hinten ist nicht so schlimm wie vorne. Weil das auch weniger Fleisch hat hier, deswegen. ABS-Sensor werden wir auch raushauen, weil der bewegt sich auch nicht. Okay, jetzt bist du drauf, jetzt machen wir den locker. Und jetzt, wie ich das beigebracht habe, ja, mach doch, drehen. Aber drehen doch mal. Ja, das ist gut. Weil wenn du so drehen kannst, dann machst du alles richtig. Es wird ein bisschen schwerer dann. Ja, das ist nicht schlimm. Außer du kannst drehen. Ich kann drehen. Wann merke ich denn, dass ich nicht weiter runter kann? Das ist, merkst du nicht. Ja, ist jetzt ein bisschen fester geworden. Jetzt mal nochmal, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Zack, super. Das reicht? Das reicht. Das Glückwunsch zu deinem ersten Radlager. Juhu! Und das ist reicht, richtig. Ja, nicht natürlich. Nein, da brauche ich nicht mehr gucken. Ich habe es ja hier oben gesehen. Wow. Und das hier. Okay, das hat. Ach, guck mal, das ist noch der Stück vom Alten. Ist auch noch rausgekommen vom ABS. Oh, jetzt gerade dem oder was? Ja, ist ja richtig. Das ist auch schön sauber. Hier müssen wir noch ein bisschen. Da habe ich noch ein bisschen gemacht, aber ich habe das nicht ganz weg. Nee, das ist okay. Hinten ist es echt. Ich dachte, jetzt ist viel, viel schlimmer. Ich glaub nicht. Ich mache jetzt rein, ne? Ja, mach mal. Auch richtig rum. So, dass die lange Fläche. Ist das richtig hier? Das müsste ja eigentlich richtig sein, ne? Ja, ja. Kannst du hier reinstecken? Warum steckst du nicht rein? Ja, ich hab. Wow! So. Ist gut reingegangen. Fünfer Imbus hier. Kannst auch sofort dran machen. Und dann kannst du morgen ab 9 Uhr anfangen zu arbeiten. Super! Das gefällt mir doch. Jetzt machen wir das Lager rein. Hand ein bisschen rein. So, ein bisschen reinschieben. Okay. So, dann die neue. Ja, der fällt nicht mehr runter. So, das können wir auch schon mal reinmachen. So, dann machen wir jetzt die Schrauben einmal fest. Und dann gucken wir uns die ganze Radlager nochmal an. Alles klar. Hier, die eine Seite muss ich hier wegflexen, weil der war hinten rund, leider. Warum auch immer. Hier mussten wir das einmal gerade machen, weil das Gewinde einfach richtig schlimm war. Und bei dem anderen gab es überhaupt keine Probleme. Der ging alles super schön ab, schön dran. Aber wenn wir uns jetzt hinten alles anschauen. Wären die fällig gewesen? Safe. Guck mal, ach klar, achte doch, ich sehe doch die Risse. Oh mein Gott, yo, guck dir die Risse an, Alter. Oh. Hier haben wir schon eine Risse. Ich sehe es, warte mal, geh mal weg, ich muss jetzt sehen hier. Ja, da sieht man es. Hier, ah, siehst du? Gibt es noch eins? Guck mal. Also da ist der überall. Riss. Der ist auch an mehreren Stellen durchgebrochen. Und hier bin ich jetzt auch mal gespannt, aber hier nicht. Weißt du, warum hier nicht? Weil hier irgendwie das Ganze fettig war. Oder haben wir hier auch Risse? Bei dem ist auch alles so abladend. Nein, guck mal, bei dem der ABS-Sensor ist ganz, ganz komisch. Guck mal, hier, guck mal das an. Das stimmt doch was nicht hier. Warte. Ist das normal, dass sich da so Zeugs ablagert? Oder? Ja, klar. Das ist ja das ganze Dreck und so. Aber siehst du hier zum Beispiel, hier hat er die ganze Zeit irgendwas gefressen. So. Aber ist das normal, dass diese Kerben irgendwann weg sind, diese Einkerbungen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Guck mal, hier vorne. Guck mal, hier sind sie auch vorhanden. Aber der ist auch trotzdem gerissen und die sind richtig glatt geworden. Die sind richtig glatt geworden, ne? Als wird der schon geschliffen irgendwo. Ganz komisch. Hm. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr Samstag Bock habt, auf uns, Nordic Motorshow. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft, bis dann noch rein. Ciao.